Moritz Hammel wird die Partie leiten gegen den tabellenführenden Wolfsburg. Willkommen zurück hier bei We Are Football mit einem Heuschnupfen-Garderol und dem wunderbaren FC Memmingen 1907. Haben wir... Nee, wir müssen erstmal gucken. Wen möchten wir fördern? Jungquan? Den Keeper. Der muss mal seine Schwächen loswerden. Ja. Das machen wir. Und dann würde ich sagen, geht's direkt rein. Wir haben einiges an Aufgaben zu erledigen, perspektivisch. So, folgendes. Die zweite Mannschaft. Da geht die Saison in Kürze los. Und der fehlt ein rechter Außenverteidiger. Und ein Stürmer. Ne? So. Von den Stärken her kann die Top 11 durchaus mithalten im Abstiegskampf. Aber wir haben mit Wolfgang Manns einen Rechtsaußen, der sich hier in der Liga nicht durchsetzen kann, der unzufrieden ist. Abstiegskampf ist doof, will er nicht. Und deswegen würde ich sagen, ihn verschieben wir in die zweite, da dann Stammplatz. Dann würde ich sagen, wir versuchen, Carioca zu verleihen und ja, bei den Keepern soll der Bartel soll in der zweiten spielen. Und wir holen dann einfach mal Ferdinand Wieland hoch oder so. Der muss ja nichts können, der soll nur verhindern, dass da wieder ein neuer gespawnt wird. So. Ich glaube, das ist alles eine ganz gute Idee, was wir hier gerade gemacht haben. Mal schauen, ob es stimmt. Drama der Woche, bla bla bla. Okay. Die Jugendcamps, die werden ausgebaut. In der zweiten kommt dann ordentlich Material nach. Und hier sind auch schon die ersten großen Talente. Und das wird natürlich dann nochmal richtig, richtig mächtig reinballern. Wir erholen uns mal. Und Wolfsburg ist der nächste Gegner. Machen wir nochmal Tapering. Und dann... Elfmeter sind sind trainiert. Huch, weg. Geh mal weg. So. Gegenpressing müssen wir jedenfalls nicht lernen. Überzahl, Unterzahl. Machen wir mal Ecken kurz. Und nochmal Kopfbälle. Das sah mir zuletzt irgendwie so ein bisschen schwach aus. Wir gehen ins Kurztrainingslager. So, bei der Frische. Da müssen wir ein bisschen nachhelfen nach der englischen Woche. Und Moros macht mal zusammen mit Rheintaler ein bisschen Konditionstraining. Rheintaler wäre auch eine Option für die Laie mit 6-0. Dann kriegt er da ein bisschen Spielpraxis. Wäre natürlich in der nächsten Saison, aber die Vereine können dann jetzt schon mal schauen, ob sie ihn haben wollen. So, die Spieler werden verschoben und die Spannung steigt gegen den Tabellenersten aus Wolfsburg. Das wird eine spannende Partie. Jetzt schon ausverkauft. Topspiel, Topspielzuschlag, mehr Geld. Das läuft. Meisterrunde, Achtelfinale. Dortmund noch drin.
Weiter geht's. Das muss man auch berücksichtigen, ne? Also wenn wir die nochmal als Gegner haben, die haben natürlich dann Belastung wahrscheinlich durch Pokal, durch Meisterrunde. Ja. Kann es nur recht sein, wenn wir dann gegen die spielen. Hatten wir aber schon. So. Wolfsburg, Tabellenführer. Und ja, die haben eine gute Serie eigentlich. Die haben ein paar Unentschieden gespielt. Und ich sag mal, mit einem Unentschieden wäre ich heute schon zufrieden. Wir gehen offensiv rauf. Die haben gut trainiert. Und ja, Fitness, da würde ich sagen, es zählt heute nur diese eine Aufgabe. Und du nimmst mal bitte Brakic raus. Eine Schwäche kann ich nicht erkennen. Und wir zahlen eine kleine Prämie. Los geht's! Keine Punkte! Entweder wir gewinnen das hier oder nicht. Aber hier gegen den Gegner, da ist, glaube ich, eine Niederlage gesetzt. Ich würde die Punkte dann eher einsetzen bei Spielen, wo wir noch Punkte holen können. Und so ist es auch. Ballbesitz auf Seiten von Wolfsburg. Heimvorteilsbonus haben wir noch gar nicht richtig ausgebaut. Wir haben knapp 15.000 Zuschauer. Da geht aber auf jeden Fall noch mehr. Wir kommen aus einer sehr unglücklichen Serie. Wolfsburg, wie gesagt, na, so ein bisschen ausgewogen. Es ist ziemlich frisch draußen. Bewölkter Himmel hier am 12. Februar. Und ich bin auch sehr gespannt, wie jetzt dann auch die zweite Mannschaft spielt mit den tollen Verstärkungen. Jetzt aber erstmal Wolfsburg am Drücker. Kwan war da irgendwie noch dran, aber Wolfsburg auch mit dem Fehlpass nichts passiert. Äußerst ruhiger Nachmittag, die Partie plätschert irgendwie so vor sich hin. Wir schauen mal, mit wem wir sprechen können. Navia, das kannst du besser. Und Knowles, der so viel Geld kostet, das kannst du auch besser. Mit ihm müssen wir auch nochmal über sein Gehalt reden. Ja, Wolfsburg, eine Ansammlung von, ich wollte gerade sagen Egoisten, von Anführern. Ob das gut ist, keine Ahnung. Wir halten aber schon ganz schön lange mit, wie ich finde, gegen den aktuellen Tabellenersten. Jetzt mal hier Wolfmeier und Jungborg kann zunächst retten. Im Nachschuss dann aber Brakic zum 1:0. Wir legen mal nach. Die Mannschaft jetzt nicht ins Spiel kommen lassen und Wolfsburg jetzt nicht noch mehr Räume offen machen. Die wechseln. Zumindest schon mal wegen der Fitness. Zweite Chance für Wolfsburg. Über die Außen, über Bongartz. Und Prigent versucht es einfach mal und holt die Ecke raus. Gegenseite. Kwan baut auf. Über Kepler. Der legt nochmal für Dück auf und Gadostini. Aus dem Nichts schon wieder. Stand genau passend. Die beiden Abwehrspieler rechts und links haben zugeguckt. Er schiebt den Ball rein. Ausgleich gegen den Tabellenführenden. Sehr, sehr schön. Wir nehmen Dück mal raus. Der ist angelaufen. Und bringen Tosel. Hier in dieser Partie nichts riskieren. Und ich würde sagen, das war's. Jungwan, der muss einfach mal durchspielen, damit der irgendwie, keine Ahnung, was mit dem ist. Vielleicht wird bei ihm ein Ausdauertraining helfen. Ausdauer, Skillen, mal schauen. Ein Punkt gegen den Tabellenführer, was wäre das für eine Sensation? Und da ist der Schlusspfiff. Ein Punkt geht nach Memmingen. Ergebnis gut. Wollen Sie nicht irgendwann mal auch meinen anderen Verein managen? Das ist mein Verein. Hart geführt. Was sagen Sie dazu? Muss nicht sein. Und die Öffentlichkeit mag das offenbar, wenn man sich da irgendwie wegholzt. Memmingen mit 3 Punkten auf den Relegationsplatz. Noch läuft alles nach Plan. Und wir schieben uns vorbei an Berlin-Mariendorf. Nächstes Ziel
Münster. Glücklicher Punkt für Memmingen. Naja, also gegen den Tabellenersten kann man das schon mal machen, dass man unentschieden spielt, finde ich. Als frisch Aufgestiegener. Würde ich mal so sagen. Und das nächste Spiel ist bei Raute Hamburg. Zunächst aber mal Salvo Armani, leider gerade verletzt. Unser Mittelfeldspieler hat bereits 25% Fortschritt bei der Fähigkeit Ausdauer gemacht. Das ist eigentlich ganz gut, aber er soll zunächst an seinen Sachen weiterarbeiten. Das verfällt ja, soweit ich weiß, nicht. Tosell soll gefördert werden, das soll mir recht sein. Ja, nächstes Spiel in 5 Tagen gegen Raute Hamburg. Bei denen läuft es gerade gar nicht gut. Auch das soll mir recht sein. Warnungen und Dramatiken haben wir keine. Ferdinand Wieland, der scheint sehr unglücklich zu sein. Das ist der Keeper, den wir hochgeholt haben. Aber das ist mir ganz schön wurscht. So, Spielbericht. Rückrunde hat begonnen. Es geht gegen den Abstieg. Und Torschütze Heims und Silla. Gut, sehr schön. Läuft wie gewünscht. Wir sondieren mal wieder den Spielermarkt. Und zwar in Schweden, weil es da auch so schön ist. So, Pressing nehmen wir raus. Ne, Gegenpressing nehmen wir raus. Pressing lassen wir vielleicht mal drin. Haben wir lange nicht mehr trainiert. Und ein bisschen verlernt. Dann machen wir mal Über- und Unterzahlspiel. Und nochmal Kopfbälle. Ja, jede Menge frische Training. Und dann geht's gegen Raute Hamburg. Bis jetzt 55.600 Zuschauer, die die Partie sehen wollen. Da bin ich mal gespannt, ob das so bleibt. Ich denke mal, da werden noch ein paar mehr zukommen. Das Stadion möglicherweise dann ausverkauft sein. Wir kommen schneller voran und bekommen 2 Managerpunkte. Mühsam nährt sich das Eichhörnchen im allseits bekannt und beliebten Winter. Solange es ihn noch gibt. Ja, Stellungsspiel. Platz 15 gegen Platz 16. Hamburg an einigen Stellen geschwächt und ein bisschen auf den Felgen laufend. Bei uns ähnlich. Haben wir Optionen? Wir haben natürlich das Team ganz schön verdünnt jetzt, um weiter an unseren Jugendcamps zu arbeiten. Naja, ich würde halt einfach so rausgehen und mal gucken. Aber wir gehen mehr über die Außen. Dieses Mal. Eine Schwäche kann ich nicht ausmachen und wir nehmen mal Kleinschmidt raus. André Kleinschmidt. Wut. Haben wir nicht. Stärke. Es ist ein Spiel um die Plätze, ne? Das ist halt gerade so ein bisschen, wo ich das als wichtig empfinde. Da geben wir nochmal einen kleinen Taktikbonus. Und so geht's auch schon los. Ausverkauft. 55.600 Zuschauer. Sinipartie bei frischen 10 Grad. Es ist sonnig. Und wir schreiben den 19. Februar 2028. Nachmittagsspiel. Hamburg in dieser Partie ohne Anführer in der Mannschaft. Vielleicht die Gelegenheit, durch ein bisschen mehr Einsatz die Mannschaft zu verunsichern. Radoslav Rak mal wieder hier zu sehen. Auf Starke, Kwan und dann über Ortiz auf Agostino. Ortiz mal wieder in der Partie. Frische Kräfte also hier für das Spiel gegen Hamburg. Wird viel rotiert in meinem Team, das war auch so geplant. Und Salvo Agostini, den gibt es ja auch noch. Der macht hier nochmal auf sich aufmerksam mit dem 1:0 in der 29. Spielminute.
Und es geht direkt spannend weiter. Memmingen mit Kepler. Kepler auch einer der auffälligeren Spieler. 2:0 vom offensiven Mittelfeldspieler diese Saison geholt und aufgewertet. Unterschätzt, falsch gescoutet, besserer Spieler. Tor. Und Memmingen bleibt dran. Über Papst. Und ihr Jungfern leider diesmal ohne Glück. Zur Ecke. Tosell. Standard ausgeführt und Radoslav Rack diesmal. Einer der Innenverteidiger, die die allseits bekannte Rübe hinhalten. Ja, da wird er uns fehlen. Der Adams. Über so lange Zeit eine Bank. Aber man muss dazu sagen, in der Bundesliga wäre er eben selbiges auch eine Bank. Wir holen mal extra Motivation. Gut gemacht. Super. Aber Obacht. Mein Kollege, ich kenne ihn gut. Ich kenne ihn in- und auswendig. Der stellt die jetzt ganz anders ein. Das wird ein ganz anderes Spiel. Ihr müsst auf alles reagieren, was sie jetzt anders machen. Sonst nehmen die uns das Brot noch von der Butter. Das Brot von der Butter. Merkt euch das, Leute. Merkt euch das. Zweite Halbzeit. Noch keine frische Wechsel, aber die ersten Spieler bieten sich dafür schon an. Bei Hamburg auch schon. Der eine war ganz schön rund. Ideale Chance eigentlich für uns, dann auch nochmal Monaro Lehmkuhl ins Spiel zu bringen. Unser gegenwärtig größtes Talent im Team. Und Jungquan gegen Armani zu tauschen, ist eigentlich... Es ist eigentlich, ja, defensives Mittelfeld, wir brauchen noch mehr Ersatz. Und Armani könnte auch auf die Transferliste zur Laie, ehrlich gesagt. Marschner mit einem richtigen Fund übers Tor. Und Tyler Papst, 11:03:0. So kann es weitergehen. Da bin ich vor lauter Schreck. Ich muss ja immer, wenn ich unterfordert bin, irgendwie was zum Fummeln haben. Also irgendwie so in den Händen zum irgendwie, weißt du? Und ja, das ist mir gerade hingefallen. Das ist so ein altes Kinderüberraschungsgelbes Ding da, ne? Ihr wisst, wo die kleinen Spielsachen drin sind. Diese gelbe Verpackung, die liegt hier immer rum und da, die hat schon ganz viele Risse und die ist irgendwie, ja. Interessiert dich, glaube ich, gerade gar nicht, ne? Ich erzähl's trotzdem. So, Raute Hamburg. Über Wuju Zhang auf Metz. In die Mitte auf Kalungi. Verfehlt das Tor nach oben. Es laufen die letzten Spielminuten. Hamburg nochmal mit der Chance, hier zumindest ein bisschen Ergebniskosmetik zu betreiben. Aber nein. Ecke. Standard ausgeführt, aufgesetzt von gut, aber nicht gut gemacht. Wir wechseln noch einmal. Nicht. Wir brauchen mehr Optionen in der Innenverteidigung auch. Also defensives Mittelfeld kommt auf unsere Einkaufsliste. Innenverteidigung und ein neuer Keeper. Luca Kepler. Eine tolle Überraschung in dieser Saison. Auf Navia, der versucht es direkt und scheitert an Horta. Der ist also wirklich ein Maurer. Machst du nix. Ja, Spiel um die Plätze. Hamburg Platz 16. Memmingen verschafft sich damit weitere 6 Punkte Saldo auf den Relegationsplatz. Toll. Das ist gut. Mainz schiebt sich noch dazwischen. Ja, wie ich gerade gesagt habe, 6 Punkte. Klasse. Keiner unserer Spieler, doch Starke und Radoslav Rack. Starke ist auch häufiger mal in, da müssen wir aufpassen, ne? Der ist häufiger mal im Team des Tages. Ich glaube, das ist auch so ein Spieler, ne? Der ist einfach nur da und man nimmt den quasi gar nicht so wahr. So, Niederlande. Frank Reusche.
Portugal könnten wir mal scouten. Tyler Papst. 25 Fortschritt bei Dribbling. Wir bleiben trotzdem erstmal beim Fahrplan. Und im rechten Mittelfeld Philipp Castello. 17 Jahre. Da wollten wir ja gucken, ob wir die Mannschaft aufnehmen und dann verleihen. Oder direkt aufnehmen. Um Gottes Willen. Pokal-Viertelfinale. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich laufe weg. In Wolfsburg. Ach du dicke Männer, ihre Schwester, sein Bruder. Ja, das müssen wir hinkriegen. Jetzt habe ich ganz vergessen, was ich mache, vor lauter Schreck. Portugal. Den Portugalern. Da wollen wir mal, hier den hier. So. Dann Scouting. Wo wir gerade mal hier sind. Ja, Keeper ist eh klar. Laie bringt bei ihm auch nichts, ne? Er könnte höchstens in der zweiten dann irgendwann mal spielen. Und wir müssen defensives Mittelfeld verstärken. Der gehört in die zweite mit dem Talent. Ja, das heißt, Spieler. Auslaufende Verträge, weil die sind ja im nächsten Jahr dann frei. Defensiver Mittelfeldspieler. Auf unserem Niveau. Stasiuk. 10,2. Anthony. Achso, ich habe hier auf... Das muss ich ja gar nicht. So. Nur Spieler, die ohne Aktionspunkt mit uns reden würden. Davy Steven. Lange Pässe. Übersicht. Ballgewinn. Kurze Pässe. Der wäre aber gut. Aber Davy Steven wäre wahrscheinlich ein Analytiker. Das ist gerade irgendwie wichtiger. Wir können ja trotzdem angucken. Innenverteidiger. Stellungsspiel und Zweikampf antritt. Scouten bitte. Analytiker. Analytiker. So. Jugendcamps. Das Löb. Zweite Mannschaft. Wie habt ihr gespielt? Verloren wieder. Tja. Gegebenenfalls müssen wir da nochmal nachhelfen, ne? Also will ich, dass die absteigen, ehrlich gesagt. Ja, und wir haben ein anderes Problem. Können wir Marketingartikel herstellen für das Spiel gegen... Ne. Können wir nicht. Verlangen wir die Aufschläge. Unisono Berlin, München, Leipzig kommt. Ja, nur zweimal Topspielzuschlag. Nein, wir werden den Bartel jetzt nicht nochmal verschieben. Meine Güte. So. Hier, Elfmeter. Und... Aktive Erholung und Tapering. Nochmal Freiburg. Trainingslager. Und ein bisschen Frische.
Leute, Viertelfinale DFB-Pokal. Gegen den Tabellenersten aus Wolfsburg. Also das ist aber jetzt wirklich das Spiel des Jahres. Und das ist dann das Spiel dieses Jahres, ne? Wir nutzen das jetzt schon, obwohl wir ja nächste Saison auch noch dieses Jahr haben. Weißt du, wie ich meine? Natürlich weißt du, wie ich das meine. So. Iliopopoulos, Selim Zankel. Unsere Jungs sind schon ganz schön erschöpft. Gut, dass wir da jetzt die Fitness-Sachen bauen. Die geben pro Tag irgendwo mit einem Punkt 1% Fitness oder irgendwie sowas. Extra. Ja, wir haben so gut trainiert, ne? Wir gehen über die rechte Seite. Guckt euch mal die Bank an. Zu allem bereit. Bester Spieler. Ist ein Zwölfer. Bei uns ist es Knowles. Gut. Der muss auch gut trainiert sein. Der muss immer ein sehr schweres Portemonnaie mit sich rumschleppen. Haut alles rein, was ihr habt. Wir nehmen Martin Tasch raus. Und versuchen es über Ganga. Und wir machen Anspruch. Lungborg, das wird heute dein Tag. Jungquan, das wird heute dein Tag. Und Martinez, das wird heute dein Tag. Zuletzt unzufrieden, Martinez. Viertelfinale, Leute. Wenn wir das nächste Spiel nicht erreichen, werden wir uns ärgern, dass wir es nicht eingesetzt haben. Wenn wir das nächste Spiel erreichen, nehmen wir eins von diesen hier. Voller Fokus. Jeder bekommt 36.000, wenn wir gewinnen. Und es geht los. Pokal. Viertelfinale gegen den Tabellenführer. Ausverkauft. Freistoß. Wolfsburg. 30.000 Zuschauer wollen die Partie sehen. Und kriegen jetzt erstmal ein kleines Souvenir. Und Altmaier zum Angriff. Wolfmeier tanzt da vier Abwehrspieler aus und Lungborg geht auf Nummer sicher. Nur noch 8 Mannschaften. Und nach heute werden es nur noch 4 sein. Wolfsburg jedenfalls schon mal hier in Angriffslaune über Jopulus und Lungborg rettet zur Ecke durch Goddard. Böker am Tor. Durchatmen. Klare, deutliche Spielanteile hier für Wolfsburg. 13 über 50. Aber Martinez mit einem weiten Einwurf, nein, mit kurzer Variante auf Duncan. Der dreht nach innen, Tosell am Tor vorbei. So eine Chance, die darfst du in so einer Partie natürlich nicht liegen lassen. Ortiz, der wuselt auch mal wieder hier rum und versucht es direkt auf Zankel. Der Elfer-Keeper hält sicher. Andere Seite. Nganga. Goddard. Super Tor. Mit dem Kopf. Super platziert. Oben rechts keine Chance für Jungborg. 1:0. Die Antwort muss folgen. Memmingen, mehr Einsatz. Wolfsburg darf sich jetzt nicht zu selbstsicher fühlen. Kein Analytiker in deren Partie. Und Memmingen komplett abgemeldet. Komplett schockiert. So, jetzt macht mal bitte alle die Augen zu und stellt euch vor, ihr gewinnt das gleich noch. Und? Wie fühlt sich das an? Aha. Du da, 10 Burpees. Brauchst dich nicht beschweren, so war es ausgemacht. Wenn ihr das machst, brauchst du dich nicht wundern, du Schnarchsack. So. Raus! Wir haben die Option, Jungquan rauszunehmen für einen weiteren offensiven Mittelfeldspieler.
Radoslav Rack müssen wir wahrscheinlich eh rausnehmen wieder Gamekarte. Zur Sicherheit wäre auch eine Option. Noch offensiver spielen. Aber unausgewogene Aufstellung bringen, glaube ich, auch nichts in dem Spiel, ne? Wir lassen erstmal so weiterlaufen. Gehen aber sehr offensiv rein. Gelb-rote Karte. Trotzdem Angriff Wolfsburg. Hier vor der Werbung von Wattausfall. Und Svensson am Tor vorbei. Memming jetzt. Chance zum Ausgleich. Kwan Martinez. Versucht's. Freistoß. Monaro. Abgefälscht. Zur Ecke. Von Tosell. Da haben wir viel geübt im Training. Dreht ihn rein. Keine Chance. Es bleibt vorerst beim 1:0. Da muss noch mehr gehen. Jetzt, wir sind doch einer mehr auf dem Platz. Deswegen, jetzt taktischer Wechsel. Wir nehmen Raak raus und bringen Kepler ins offensive Mittelfeld. Da werden natürlich jetzt Räume auf, das ist klar. Jung Kwang hilft dann hier ein bisschen mehr aus. Wir bringen den frischen Lehmkuhl. Und Duncan Cole. Das Problem ist, ja, der kann rechts so gerade. Wir bringen Starke. Abwehr raus, offensiv rein. Und was wir noch versuchen könnten wäre, direkter Angriffsfußball. Haut alles rein, Leute. Oh mein Gott, ist das spannend. Die letzten Minuten laufen. Eigentlich sind wir stärker. Extrem offensiv. Direkter Angriffsfußball. Die gelben Karten, sie prasseln so rein. Gelb, rot. Nummer 2. Und wir schaffen es nicht. Trotzdem. Jungborg, tolle Partie. Da stimme ich zu und er freut sich. Ejung Kwan ebenfalls. Es ist keine Schande. Es ist keine Schande. Aber gegen 9 Spieler, es wäre vielleicht noch eine Chance da gewesen. Hätte, hätte, Fahrradkette. Wir konzentrieren uns jetzt komplett auf die Rückrunde. Ausgeschieden gegen den Tabellenersten und Meisterschaftsfavoriten Wolfsburg. Besserer Trainer. Bessere Mannschaft. Memmingen hat aber das Viertelfinale im DFB-Pokal erreicht, kann sich freuen, kann mit den Fans feiern. Die Leistung der Mannschaft war gut. Ich finde schon. Er leistet gute Arbeit. Und Freude ist schwer zu beschreiben. Ich bin zufrieden. Wir haben den gut. Hätte ich ein bisschen umdenken müssen. Sorry, da bin ich vielleicht ein bisschen autistisch unterwegs. Die Öffentlichkeit wird das nicht so sehen, stimmt. So, sie haben insgesamt 2,6 Millionen eingenommen. 527.000 hatten wir geplant. Wir sind eine Runde weitergekommen als letzten Jahr. Man muss aber auch sagen, dass das der denkbar schwerste Gegner war. Ja. Bittere Niederlage für Memming. Das macht alles nichts, denn 2 Minuten zu spät zur Mannschaftsbesprechung. Ja, komm hier. Kauf ein paar neue Briefmarken. Jetzt geht's um den Rest der Saison, Leute. Jetzt geht's drum. Die zweite Mannschaft muss in der Liga bleiben. Und wir müssen Stück für Stück Abstand schaffen auf den Relegationsplatz. Nächster Gegner, der dafür in Frage kommt, ist Freiburg. Und
Und auch die sind uns total überlegen. Wir nehmen mal Navia wieder rein. Auch wenn die sind alle erschöpft, natürlich. Deswegen gehen wir hier ein bisschen runter. Memmingen gegen Freiburg. Memmingen im Angriff über Knowles. Der findet... Oh, da haben wir schon mal so eine schöne Kombi gesehen, ne? Meierhöfer sieht, was passiert. Ich habe ja immer noch die Vermutung, es ist immer genau das andere, was man hätte nehmen sollen. So, weiter geht's. Ballbesitz, ausgewogen. Es ist 9 Grad, es ist wieder ein bisschen frischer geworden hier im Februar. Und jetzt wird es auch eisig vom Tor, denn Freiburg macht sich auf den Weg. Und abgefälscht, gefährlich abgefälscht. Wildschut zur Ecke. Und da haben wir Glück gehabt. Starker Kopfball. Ecke Tosell auf der anderen Seite. Haben wir viel geübt im Training. Ich sag's immer wieder. Nachschuss Raak. Sein erstes Tor. Radoslav Raak. Innenverteidiger aus Tschechien geholt zum Anfang der Saison. 1:0. Die ersten Pfiffe auf den Tribünen. Sam Vray hat was dagegen. Und Ljungborg auch. Er hat das Ergebnis erstmal gehalten. Ballbesitz auf Freiburger Seite. Eventuell müssen wir dann doch nochmal ein Schüppchen drauflegen nach dieser anstrengenden Woche. Aber wir haben noch ein paar Wechseloptionen auf der Bank sitzen. Auch da müssen wir den Kader natürlich breiter aufstellen. Nochmal die Chance. Und stark von Ljungborg, der sich hier bewirbt. Garderol, vielleicht doch keinen weiteren Keeper holen. Aber meine Antwort ist doch. Und Raposa scheitert an der Position des Tores. Martinez, gefährlich, Monaro, stand Gold, richtig. Durchgelassen, gelassen, links unten, 2:0. Und wieder Monaro zum Freistoß, dreht in die Mitte rein, Martinez. Revanche. Zwischen den beiden steht es jetzt hier in dieser Partie 1:1. Sehr schön. Und das Ganze noch vor der Pause. Papst schnappt sich den Ball und drischt ihn weit über den Platz ab. Gefälscht. Gefährlich. Mannschaft komplett angelaufen. Müssen wir gleich wechseln. Vorher Lob. Lob für Martinez. Länger nicht mehr so gesehen. Und Radoslav Raak ebenfalls. Super. Ach mal. Entschuldigung. So, wir bringen Holmes für Papst. Lehmkuhl für Raak. Und Armani für Kwan. Wir brauchen eine Option für Kwan, der... Ja. Freistoß. Lehmkuhl hier jetzt mal wieder. In der Partie auf Meierhöfer. Er ist mutig. Versuch's direkt mal selbst. Warum nicht? Hätte ja gut gehen können, hätte man gelobt. Hinterher ist man immer schlauer. Martinez über Armani. Weit zurück der Armani. Agostini und Knowles zum 4:0. Da hat Meierhöfer noch zur Grätsche angesetzt, aber es hat nicht gereicht. 4:0. Klasse Partie bis jetzt. Armani baut wieder auf. Schönes Spiel. Zeigt sich hier von seiner besten Seite. Und will es auch gleich selber machen. Naja. Da war die Strecke zu lang. Und die Geschwindigkeit zu kurz. Wildschut. Nächste Ecke Freiburg. Und Olkowski. Aufgesetzter Ball. Schwer zu halten. Schwer zu berechnen. Bomb. Ecke geahnt, Höhe nicht. Ergebnis Kosmetik. Oder kommt da noch mehr? Philipp Laube über Vaupel und Vray. Sam Vray scheitert
am Keeper. Nächste Ecke. Diesmal flach und Vray schon wieder sicher gefangen von Jungbert. Der kommt immer besser in der Mannschaft an, in der Partie an. Tolle Noten zuletzt, muss man wirklich sagen. Und damit weiterhin auf Erfolgskurs. Die letzten Spiele sind wirklich gut gelaufen, aber Vray, der will hier unbedingt noch sein Tor machen und versucht es erneut. Frische Wechsel. Viele Optionen haben wir nicht mehr. Wir bringen Ortiz und Kepler und gut. Tosel und Agostini damit. Diejenigen, die hier durchspielen. Und Kepler, gerade frisch reingewechselt, der vertändelt den Ball. Konter. Vray, der hat schon angemeldet. Er will dieses Tor. Und da holt er sich. 4:2. Schade um die Tordifferenz. Und noch einmal Rappels im Karton. Piet Hanretz. Anschluss 4:3. Was ist da denn auf einmal los? Das muss unterbunden werden. Memming natürlich nach der anstrengenden Woche stehend K.O., aber 3 Punkte auf der Habenseite. Toll gespielt, tolle Tore. Die Fans sind voll auf die Kosten gekommen und Memmingen steigt auf Platz 13. Jetzt 7 Punkte vor dem Relegationsplatz. Durch die in der zweiten Halbzeit sehr schlechte Leistung leider niemand, der sich bewirbt, aber Bruno Ortiz, unser Talent auf der linken Mittelfeldseite mit 24 Teamplayer, erreicht die Stufe 10. Super! Mehr Auswahl, mehr Rotation. Durch die eigene Spielerförderung wird auch unser Team immer besser. Klasse. So, wir schauen auf das Drama der Woche. Ist nichts der Fall. Wochenplanung ist relativ leer. Spielbericht, zweite Mannschaft. Eieieiei. Ich mache mir Sorgen. Das reicht noch nicht. Wir brauchen hier noch irgendwie eine irgendwie geartete Verstärkung. Wir haben Helms, Bilic und Siems. Wir haben Manz. Das ist aber eigentlich ein, was soll ich denn da noch machen? I don't know. Wir müssen einfach jetzt spielen. Was soll ich machen, wenn die absteigen? Ich kann jetzt nicht noch... Wir können noch mal... Was ist denn die schwächste Position? Defensives Mittelfeld. Innenverteidiger. Tja, wir haben irgendwie auf Sicht keine Innenverteidiger. Wir könnten Armani Salvo da spielen lassen. Aber der musste schon so oft einwechseln. Pff, Bruder, nee. Gut, hier wird gescoutet. Mit auslaufenden Verträgen ohne Aktionspunkt. Callisto Martinez. Er nur wieder. Ja, für die zweite Mannschaft. Das Nachwuchsspieler für die zweite Mannschaft. Vielleicht einen kleinen Tick besser. Noch einen kleinen Tick besser. Ein 6-4er Österreicher, Selim Jakob. Mal gucken, wie viel er will. So, gegen Primera Köln. Torabschlüsse soll mir recht sein.
Wir machen mal mehr Konter mit Passspiel. So. Mensch, nach all den Jahren. Was hatten wir zwei früher für einen Spaß, oder? Mein Freund, Rabat ist eine Stadt in Marokko. Versuchen konnten wir es. Starker Amateurspieler. Hätte auch in der Innenverteidigung aushelfen können. Gucken wir gleich, ob wir noch jemand anderen finden. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf das Spiel gegen Köln. Vielleicht gewinnen die auch gleich die nächste Partie. Ruben Monaro und Regnor Jungberg bedankt sich mit der tollen Leistung hier. 33 Punkte plus 20. Schöne Rookie-Leistung wollte ich es gerade schon nennen, aber ist ja Quatsch. So, gegen Köln, Platz 13 gegen Platz 10. Platz 13 natürlich gemessen an all den Dingen. Ist Platz 13 natürlich schmeichelhaft, wenn man unsere Stärke sich anschaut, ne? Aber tolle Teamleistung. Natürlich auch ein super Trainer, ne? Klar. Na, wir schauen mal. So, Jung Kwang. Wie gesagt, irgendwie brauchen wir da Optionen. Und Federico Carioca ist nicht glücklich. Aber fit. So. Erfahrung. 2500 Ligaspiele. 2100. Marktwerte. Da steigt unser Team langsam an. Wir haben natürlich die ganzen Resterampen-Schnäppchen gemacht. Und wir schaffen das. Nehmen mal Stürmer raus. Schwäche sehe ich nicht. Weiter. Jedet. In Köln. 49.000 Zuschauer wollen die Partie sehen. Carioca meldet sich gleich hier schon mal an. Navia Martinez. Ecke Knowles. Mit dem müssen wir noch reden wegen Geld und so, weißt du? Agostini übers Tor. Ja, Memming hier auf dem Papier einen kleinen Tick stärker. Aber das heißt nichts. Das haben wir schon oft genug gesehen. Kampfgeist bei Memming auf jeden Fall da. Und jetzt Elfmeter. Papst Tor. 1-0. Sehr schön. Die Zuschauer offenbar damit nicht so ganz einverstanden. Ballbesitz allerdings ausgewogen. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass hier irgendjemand den großen Vorteil hat. Köln jetzt auch mal im Konter. Über Kerner, Van Sluitmann und im Laufduell vorne Mesbah, der findet Shakir. Schön rausgespielt und Jungborg guckt den Ball hinterher und sagt, ne, liebe Abwehrspieler, das geht auf eure Kappe. Carioca. Freistoß. Ist der frech. Ist der frech. Einfach so. Federico Carioca. Ja, wenn wir den ausleihen, der Spielpraxis kriegt, immer wieder spielen kann. Vielleicht schicken wir ihn in die zweite Mannschaft. Zum Helfen. Gegen den Abstieg. Mal schauen. Ist der frech, der Junge. Wir sagen ihm, das war gut. Und Papst auch. Gut. Kwan muss wieder gewechselt werden. Die ganze rechte Seite ist... Eieieiei. Wir gehen mal... Ja. Wir gehen jetzt nochmal weiter rein. Angriff Primera Köln jetzt erstmal. Gefährlich abgefälscht von Monaro. Aber Gott sei Dank war es nur die Ecke von Putzek.
und messbar dieses Mal 2 Meter vorbei. Navia und Kwan mittlerweile stehen K.O., genau wie Papst. Nach diesem Angriff frische Wechsel vonnöten. Vorher Kwan nochmal mit letzter Kraft. Darf sich dann bei der Auswechslung den Applaus für sein Tor abholen. Und was für eins. Laurito, der Keeper, hat da gezögert, hat da gezaudert und wusste nicht, was mache ich. Und sich letztlich falsch entschieden. Rheinthaler kommt rein. Und Lehmkuhl. Und Armani. Wir brauchen da eine Option. Schonung. Und gewinnt einen Punkt Zufriedenheit. Das höre ich doch gerne. 3:1. Auch Köln jetzt. Fitnesswechsel. Wenn es aber so weitergeht, dann gehen die nächsten 3 Punkte nach Hause. Nach Memmingen. Das wäre außerordentlich schön. Wenn jetzt auch die zweite Mannschaft noch gewonnen hätte, wäre das noch schöner. Monaro in die Spitze. Was für ein Pass auf Salvo Agostini. Versucht's und scheitert am Keeper. Ergänzungsspieler, Stürmer mittlerweile nur. Heute aber mal drin. Und Memmingen auf Platz 12. Ist sowieso eine viel schönere Zahl als Platz 11. Wir schieben uns vor Münster und sind jetzt Köln Süd auf den Fersen. Monaro in der Elf des Tages zum ersten Mal. Glückwunsch, sehr schön. Und wir machen direkt weiter mit der Planung für die nächste Partie. Vorher Oliver Hutterer, 13 Jahre, wird zu 5. Und damit jetzt schon ein Marktwert von 500.000. Memmingen gegen Hoffenheim, die nächste Partie. Und nennt mich Optimist, aber so langsam schleicht sich bei mir im Hinterkopf das Wort schaffbar ein. Was macht die zweite? Die hat wieder verloren. Knapp, aber verloren. Eieieiei. Wir nehmen mal wenigste Einsätze raus, damit wir mit einem noch besseren Team unterwegs sind. Gegen Bosporus München. Ja, die Abwehr und das defensive Mittelfeld. Haben wir denn jemanden auf dieser Liste? Innenverteidigung, ja, guck mal. Doch ideal. Alfonso Vieira, den holen wir. Und schieben ihn in die zweite Mannschaft. Als Verstärkung. Gut. Drama des Tages. Keins. Geld anlegen. Ja. Gut. Angriffe außen, Angriffe Mitte. Torschuss passt mir. Torabschlüsse, Umschaltspiel. Ja, passt für mich. Hat der Co-Trainer gut gemacht. Fischer holen wir uns zurück. Irak hat keine Kondition. So, zweite Mannschaft. Du wirst deine Einsätze bekommen. Das sagt ihm so isch zu. Aber das Gehalt, das scheint ihm zu schmecken. Dann macht er das auch. Keine Ausstiegsklausel. Perfekt. Gut. Verstärkung der zweiten Mannschaft gegen den Abstieg. Und weiteres Talent, ne? Das kann man auch fördern. Direkt aus Brasilien geholt. Direkt in die Mannschaft. Direkt spielen. Zack, 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 zack. Edmus Vegajon. Jo, dat. So.
Wir konzentrieren uns auf das nächste Spiel. 2:1 ging es da in der Hinrunde aus und der Platz 16. Hoffenheim spielt allerdings auch in der Meisterrunde gegen Neapel, hat gewonnen. Ach du lieber Gott, ja. Angebot für Stadionausbau. Eine Baufirma macht Ihnen ein Angebot zum Ausbau mehrerer Ihrer Tribünen um 5.200 Sitzplätze. Ihr zuständiger Abteilungsleiter Marvin Schmiedl hat vorab einen Rabatt von 39% herausgehandelt. Das machen wir. Ist das wirklich so viel günstiger? Sind das die 40%? Millionen. Wir müssen ja noch 4,4 Millionen Budget irgendwo unterbringen. Also müssen, in Anführungszeichen. Ich werde mal gucken, was passiert, wenn wir das machen. In 40 Tagen haben wir 5000 Sitzplätze mehr für 3 Millionen. Weil, also Transfer holen wir nicht mehr. Wir können gegebenenfalls nochmal Budget nachverhandeln, je nachdem, wo wir in der Tabelle stehen. Alleine schon haben wir noch ein bisschen Budget gut, würde ich sagen, durch das Abschneiden im DFB-Pokal. Und natürlich durch ein größeres Stadion, kriegen wir mal. Nur gespannt, ob dann die Tribünen jetzt irgendwie auf einer Seite dann komplett hoch sind. Also die machen jetzt natürlich, was sie wollen. Ne? Die machen nicht vom Design her, was wir wollen. Und das kann natürlich nach hinten losgehen. Wir sind überrascht, wir machen aber was Verrücktes, warum nicht? So, Hoffenheim. Wie gesagt, die haben gerade international gespielt und gewonnen. Holmes sehe ich nicht, ich sehe Lehmkuhl. Irgendjemand hat mal gesagt, Gardewohl hat seine Lieblingsspieler. Ich weiß gar nicht, was damit gemeint ist. Aber wir haben auf jeden Fall eine sehr dünne Mannschaft und keine Ersatzspieler mehr. Hoffenheim. Weißt du, die spielen im Pokal, aber in der Liga läuft's nicht. Hast ja häufiger mal, ne? Hast ja mal. Wir lassen das mal so. Und mit unserer Spezialtaktik wird alles gut. Stell dir mal vor, die würden da jetzt noch weitere Runden weiterkommen und dann absteigen. Oder Relegation. Hä? So, Martinez. Kepler, Doppelpass. Martinez. Und der lässt sich fallen. Der fällt nach hinten. Der Schiri gibt gelb. Papst. Elfmeter. Sicher verwandelt. 1:0. Sehr schön. Damit im direkten Duell um den 16. Platz. 6 Punkte Saldo. Papst, Kwan auf Kepler und der findet in der Mitte Martinez und der lässt sich den Ball abnehmen. Martinez zuletzt nicht so stark, muss ich sagen. Das sind jetzt so die ersten Zeichen natürlich auch, dass die Spielstärke unserer Spieler nicht mehr an die der anderen hier herankommt. Agostini mit dem Abstauber und ganz frech. Drittes Tor der Saison unseres Stürmers. Drittes Stürmer und die Fans aus dem Häuschen. 2:0 gegen Hoffenheim. Es ist eine Pflichtpartie. Ich würde so wirklich sagen, Luca Martinez, weiter ein Wurf, verlängert von Dück, 9 Tore. Einer der Top-Transfers, wenn du so willst, als Vorbereitung auf diese Bundesliga-Saison. Neben Knowles, mit dem wir immer noch sein Gehalt verhandeln müssen. Und die Jungfahren, langer Pass auf Duncan. Das Spiel läuft. Es läuft, die langen Pässe rollen. Knowles versucht es selber und schafft es selber. Und vor der Pause steht es hier schon 4:0. Das hatten wir aber schon mal. Und der Hochmut kam dann vor 3 Gegentoren. Und sauber geklärt.
Sehr schön. Da muss man doch jetzt nicht, mein lieber Herr Raak, noch rumreklamieren, wenn man 14-0 in Führung liegt. Aber ja, er ist heiß, er will. Wir sehen hier Kepler. Und Kepler versucht es direkt vorbei im Tor. Er hat sich gedacht, wenn alle treffen, will ich auch. Und wir loben Agostini. Super. Und wir loben... Ja, Raak hat eine gelbe Karte geholt. Papst. Gut. Jungquan ist schon wieder blau. Da kommt Armani rein. Kepler hilft auf der rechten Seite nur aus. Dann machen wir das so. Und Holmes, der Kapitän. Ja. Beide Stürmer mal mit dem Tor. Das ist schön. Knowles zur nächsten Ecke. Flache Hereingabe diesmal. Haben wir geübt und Dück sagt, ich auch. Training hat voll genervt. Hat er ausgebracht. Guck mal. Fast unmöglich zu halten für Kai Würster. Kann da gar nichts sehen vor lauter Spielern. 5:0. Und das mit frischen Kräften im Team. Jetzt bitte nach Hause bringen. Und Tabellenplatz 12 ist sicher. Und Relegation, so viel können wir sicherlich auch schon mal langsam sagen, in greifbarer Reichweite. Rheintaler geht da hart rein, gibt gelb. Somit also jetzt ein bisschen Ergebniskorrektur von Saraki. Nicht zu verwechseln mit Sarafi. Und unterkante Latte. Tor. Ich wollte gerade sagen, damit wird alles offen, aber nee. Das Einzige, was hier offen ist, ist die Abwehr. So dünn wie eine kleine Bluse, durch die ein leichter Sommerwindhauch geht. Irgendwie Abwehr auch nochmal ein Thema für die nächste Saison. Und Amadou am Tor vorbei. Durchatmen. Jetzt wieder ins Spiel kommen. Hoffenheim nicht mehr die Räume machen. Eckball Knowles. Mal gucken. Wir haben viele Varianten jetzt drauf. Die hier führt zum 11. Saisontor von Dück. Kai Würster, der geht heute schlafen und sagt sich, wäre ich besser gar nicht aufgestanden. 6:1. Da kommst du, steigst auf, spielst gegen jemanden, der in der Champions League spielt. Und auf deiner Seite der Anzeigetafel steht eine 6. Rheintaler, ganz frech. Sein Kollege hat es ja schon geschafft. Carioca kann das auch. Einfach mal ganz frech den Fuß hinhalten. Dann sagt's, zapp dich und der Ball ist im Tor. Aber so ein tolles Spiel. 6:1. Das katapultiert Memmingen auf den 10. Tabellenplatz. Vorbei an Köln Süd. Und der nächste wäre Ulm, unser alter Bekannter. Und Jürgen Dück krönt seine Leistung mit einem Stufenaufstieg. Goldener Stern für unseren Stürmerstar. Marketing-Einnahmen 28.000. Und jetzt gucken wir uns noch gemeinsam. Das machen wir in der nächsten Folge. Spannender bleibt. Gucken wir uns das neue Stadion an, wie das aussehen wird. Was die Baufirma da baut. Ich habe Angst. Und dann geht es auch direkt weiter mit der englischen Woche. Bis zur nächsten Folge. Danke für eure tolle Unterstützung.